Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ocean Horde 2! Knights of the Lost Realm oder so heißt das. In der letzten Folge haben wir das Tutorial gemacht, den ersten Boss besiegt, haben eine Schatzgrube ausgebuddelt, beziehungsweise Piraten ausgeraubt, besser gesagt, die was von uns geraubt haben. Also haben wir uns wiedergeholt, was uns gehörte. Und wir sollen jetzt mit dem Schlüssel zum Stadttor und wir sollen den Schlüssel aus der Truhe hier mitnehmen. Und da gehen wir jetzt einfach hin. Wow, ein Schlüssel in der Truhe. Das haben wir in der letzten Folge schon gesehen. Er hat leider vor dem Essen erst gespeichert. Aber ja, wir gehen jetzt zu diesem Turm hin. Das ist auch wieder Ocarina of Time Feeling hier. Oh, guck mal, da ist Sila unten. Na? Hey, Link! Ich bin hier unten! Bitte komm runter! Okay, hallo Sila, wie geht's denn so? Oh, sieh an, wer dich aufgewacht ist. Heute ist der große Tag, Kirby. Gib dich schnell zum Turm im Wald. Was denn für ein großer Tag, lieber Gen? Weiß schon, der Tag, für den du so lange trainiert hast. Ich gehe auch. So, ist das hier etwa der große Tor? Brauche ich hierfür den Schlüssel? Ich glaube schon. Guck mal, nur ich habe den Schlüssel für dieses eine Tor, was in unsere Stadt führt. Ohne mich kommen die alle nicht zum Tor. Okay, man kann irgendwie sprinten. Ich weiß nicht genau, wann er genau sprintet. Das passiert aber nur zufällig. Aber dafür ist auf jeden Fall diese Stamina-Anzeige. Ich werde diese Wege übrigens alle rausschneiden, weil die einfach voll langweilig sind. Wächterwald, Tal des Wächters. So, los, komm her. Der traut sich wieder nicht. Alles klar, dann mache ich dich fertig. Du kannst gar nichts. Okay, du kannst mit Leben abziehen. Aber okay, du kannst mit zwei Leben abziehen. Aber jetzt kannst du gar nichts mehr. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass wenn man so sprintet, ich weiß leider nicht, wie ich sprinte. Wenn ich den Stick einfach nur reindrücke, sprinte ich nicht. Wenn ich doppelt antippe, sprinte ich auch nicht. Wenn ich zwei Sachen gleichzeitig antippe, auch nicht. Von daher gar kein Plan, wie das gehen soll. Steht halt auch leider nirgends. Aber es geht anscheinend. Zack. Mann, wie schnell greift der Typ denn an hier, du Blödkopf. Ich hoffe, es gibt noch mehr Gegner, außer immer nur diese Krabben, weil so langsam werden die schon langweilig. So, was? Suche das Ziel, oh Tapferer. Und der Weg wird sich dir offenbaren. Wieso machen die daraus auch schon so eine Quest hier? Ich will doch nur zu diesem komischen Turm. Da oben funkelt irgendwas. Wie komme ich denn da hoch? Bestimmt gibt es irgendwann noch coole Schuhe oder... Oh, oder man kann hier hochklettern. Man kann da hochklettern. Das haben sie also auch von Zelda. Das finde ich sehr nice. So, kann ich mir das denn jetzt schon holen? Geil. Stimmt, die gab es auch im ersten Teil. Der Blutstein. Er reflektiert das Licht, als wären Bluttropfen darin eingeschlossen. Die gab es im ersten Teil auch. Ich weiß nicht mehr genau, für was man die brauchte, aber im ersten Teil musste man noch, keine Ahnung, 20 Mal gegen die Gegend hauen, damit sie kaputt gehen. Ja, da habe ich mich noch dran. Urtempelhügel. Boah, ist das ein schöner Turm. Yo, wieso ist Gen denn schon hier? Guck, da ist nämlich doch ein Roboter. Der ist bestimmt hierher geflogen mit seinem Jetpack oder so. Es fühlt sich an wie gestern, als wir hier ein Picknick gemacht haben und ich dich auf den Schultern nach Hause getragen habe. Heute wirst du alleine zurückkehren müssen. Oh nein. Gen ist deiner Gruppe bei... Oh, bei Gruppe beigetreten. Du kannst Gruppenmitgliedern im Kreismenü Befehle erteilen. Okay, wir müssen da rein. Los, mach irgendwas. Ich weiß nicht wie und ich weiß auch nicht, warum die... Ja, das sieht doch so aus, als wenn man damit irgendwie rübergehen könnte. Hier sind halt auch Risse in den Wänden. Und ich als guter Paper Mario-Spieler weiß, wir brauchen eine Bombe, um hier reinzukommen. Das Schloss kaputt machen, damit wir hier reinkommen können. Okay, also wir haben hier dieses Ringsymbol. So, mal gucken. Da, oh, nee, hier unten. Los, Gen. Gen befehlen, dir zu folgen. Okay. Gen, bitte folge mir. Okay, dann vermute ich mal... Was haben wir denn hier so? Das ist jetzt erstmal ein Rätsel, um überhaupt in den Dungeon reinzukommen. Eventuell ist das gar kein Dungeon. Aber ich zünde erstmal hier das Feuerding an. Und dann zünden wir vielleicht das Teil da oben an. Scheinbar nicht. Dann zünden wir vielleicht die Tür an. Auch nicht. Zünden wir überhaupt irgendwas an? Vielleicht den ganzen Wald? Und dann kommt die Feuerwehr. Und dann will die ins Schloss rein oder so. Oh, da liegt auch noch irgendwas. Was bist du denn? Oh. Guck, es ist nämlich doch so ein bisschen wie Breath of the Wild. Man findet hier auch andere Waffen. Jetzt habe ich hier so einen komischen Speer. Okay, mit dem den Speer kann ich doch bestimmt anzünden. Okay, ich kann mich selber anzünden. Das ist auch nicht schlecht. Als ob das nicht geht. Ich Speer anzünden und dann das Teil da oben anzünden. Was auch immer das bringen soll. Vielleicht Kettenreaktion, dass dann der Kran brennt und dann der Turm aus Metall und Stein. Wird für mich auf jeden Fall Sinn ergeben. Warum ist Gen in meiner Gruppe? Was soll das? Wieso ist der hier? Gen, mach doch irgendwas. Da oben ist ein Schalter. Da muss ich garantiert irgendwie ran. Aber wie? Gen, hilf mir. Gen befehlen, den ausgewählten Schalter zu betätigen. Okay. Der klettert jetzt da hoch, oder was? Mach, Gen. Aktiviere den Schalter. Oder ich töte dich. Gen, ich töte dich, wenn du nichts machst. Vielleicht muss ich den Schalter abwerfen oder abschießen? Mit dem Speer? Deswegen sind die Speere hier vielleicht? Oh, Tatsache. Okay, okay, nicht schlecht. Gutes Rätsel. Hätte ich von diesem Spiel auch wieder nicht erwartet. Das Spiel überrascht mich. Okay. Es bleibt nicht offen. Doch, das geht auf, wenn ich da jetzt hingehe, oder? Tür? Hä, als ob. Alright, dann holen wir uns einen anderen Speer. Der erste ist ja jetzt irgendwie weg.
Aber den werfen wir diesmal nicht gegen den Schalter, sondern gegen den Kran. Der hat doch auch irgendeine Bedeutung jetzt, ohne Witz. Der kann nicht einfach so da sein. Aber es wird hier auch nicht angezeigt, ne? Ich werfe einfach mal. Und mein Speer ist kaputt. Geil, aber dafür habe ich Altmetall bekommen. Warum auch immer in so einem Holzspeer Altmetall drin ist. Voll. Und jetzt? Dann baller ich das halt so ab. Au. Bringt nix. Ja, aber jetzt habe ich keinen Speer mehr. Das ist halt doof. Gen, mach du das einfach mal mit dem Speer, ja? Du hast ja jetzt gesehen, wie es geht. Hier, mach. Hey, jetzt ohne Witz, ich raff's nicht. Ich habe das Rätsel doch jetzt schon gelöst. Ich habe leider keinen Speer mehr. Ob das wohl auch mit dem Teil hier geht? Huh. Als ob! Ich kann da sogar so ein Fass gegenwerfen. So, jetzt ganz schnell zurücklaufen. Aber ganz schnell. Komm, Gen, wir müssen zurücklaufen. Hat der Speer das einfach doppelt aktiviert? Ich glaube schon. Da ist irgendwas ganz komisch gelaufen. Das war jetzt sehr, sehr strange. Okay, wir sind im Urtempel von Arne. Der Arne, du. Was haben wir hier? Das ist einer der berühmten Urtempel. Diese Struktur stammt aus der Zeit vor der Arkadian. Unterhalten Fragmente der längst verlorenen geglaubten Geschichte der Welt. Wow, ist das hier also der, die Zitadelle der Zeit, ja? Okay, Gen. This place has stood here for hundreds of years, if not longer. Gut, ich spreche jetzt einfach nicht mehr drüber, wenn der labert. Dann, ihr müsst das dann halt lesen, aber es ist ein bisschen blöd, wenn der redet und ich dann drüber lese quasi. Deswegen lassen wir das mal. Die arkadische Magiegilde hat mich gebeten, Essensrationen in diesen Turm zu liefern, aber ich komme nicht durch das Tor. Ich werde stattdessen das Dosenessen einfach hier lassen. Danke, Officer Gray, für das Dosenessen. Die leben hier also wie Hunde, das ist auch schön. So, ist das hier die Zitadelle der Zeit? Warum sind hier Gegner drin? Das ist auch nicht cool. Also wir kamen nicht rein und der andere kam nicht raus. Auch nicht schlecht. Ein sehr merkwürdiger Turm. So, die ganzen Kaktusen erstmal töten. Warum auch immer die hier sind. Anscheinend ist das wie Schimmel und der kommt einfach mit der Zeit. Und durch diese Tür kommen wir noch nicht durch. Das heißt, erstmal Schalter suchen. Ganz klassisch Zelda-mäßig hier. Klettern wir halt die Leiter hoch. So, da haben wir noch einen. Flachmann an der Decke hängen, auch nicht schlecht. Da ist auch schon der Schalter. Der war ja krass versteckt, holy moly. So, hier Gen. Der unten ist jetzt frei. Wieso die den Schalter so blöd hier oben hinpacken? Gar keine Ahnung, was hat das für einen Sinn? Weiß man nicht. Bin vorsichtig. Natürlich, was soll hier denn passieren? Oh nein, vielleicht ja das. Oh nö, Gen, ich bin runtergefallen. Das war doch ein perfider Trick von dir, oder nicht? Naja, das ist nur ein kleiner Rückschlag. Das ist richtig. Eigentlich ist es gar kein Rückschlag. Warum sollen wir denn hier... Achso, wir haben für irgendwas trainiert. Das war die Story. Ja, ja, Gen. Aber ich find's cool, dass die Stimmen auf jeden Fall vertont sind. Arcadian soldiers were stationed here. But that was during the Direfolk War. Over 20 years ago. Wenn du das sagst, lernen wir hier auch noch irgendwelche coolen Sachen. Da ist noch so ein roter Stein. Oh mein Gott, ein Feuerkaktus! Wo kommst du denn her? Hast du extra nur auf mich gewartet? Zack! Aber du hast nicht mit meinem Hash-Sprung-Attack gerechnet. Badau! Bin der allerbeste Long der Welt. Ja, dann zünden wir das Ding hier wieder an. Ist ja logisch, was wir hier machen müssen. Das war aber ein krasser Hinterhalt. Mann, der hat mich ja fast rangekriegt. Hätte er vielleicht ein bisschen warten sollen. Dass er auf meinen Kopf springt oder so. So, tschüss, du komisches Fass. Und dich nehme ich aber trotzdem mit. Keiner die Schaden. Vor allem, es leuchtet rot. Muss man einfach mitnehmen. Sehr viele Laufwege hier. Guck mal, da steht... Wie, Gen, du bist hier vorne? Und da hinten? Ach nee, das ist der alte Mann. Ich bin jetzt auch da. Wieso hast du das Tor nicht offen gelassen, du Blödkopf? Du bist sicher von der Insel der Ausgestoßenen zurückgekehrt und hast deine Mission erfüllt. Dein Training ist abgeschlossen, mein Sohn. Was wäre eine bessere Bühne für deinen großen Moment als eine der berühmten Urtempel? Dieses Bauwerk wurde nicht von den Arkadiern errichtet. Urtempel sind alte Überreste aus der unbekannten Vergangenheit dieser Welt. Jahrhundertelang war dieser Urtempel eine Zuflucht für Reisende. Ein Aussichtspunkt für Kommandanten und jetzt nur noch ein einfaches Wahrzeichen einer abgelegenen Stadt. You have lived during the time of peace. But it wasn't that long ago when we fought in the Direfolk War in the Outlands. I was there when the war ended, at the Riskborn Citadel. Inside a dark hall, we saw the creature behind the war, Shadow Magger. Its face was hidden behind a horned mask. My fellow knight Sir Corbin and I did not stand a chance against the creature, but a young warlock who was with us possessed the power of magic.
Even in the heat of the battle, he was able to concentrate on a difficult spell and defeat Shadowmaga. The only thing left of Shadowmaga was its mask. The young warlock picked it up and fitted it over his face. At that time, he took the name of Mesmeroth. I owe my life to that man. People celebrated us as war heroes, but it was Mesmeroth who ended the war, and people glorified him for that. Here, I want you to have this. It is my old caster. You are a knight now, but it is not always an easy path to follow. Remember that to live the life of a knight is to protect and serve the kingdom. Follow your heart in all your decisions. Okay, also meine Zauberpistole kann verschiedene Zauber machen, wenn ich tolle Materialien sammle. Und irgendwie das mit der Maske erinnert ein bisschen an Majoras Mask. Ja, du hast mich dabei fürs alte Zauberpistole erhalten. Cool, dankeschön. Ja, sie ist über meinen Kopf. Jetzt bin ich ein Sim. Oh, was ist hier noch Schönes drin? Oh, Magie! Du hast einen Feuerzauberbehälter für die Zauberpistole erhalten. Ba, 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 ba. Okay, Feuerzauber. So, wir haben nur ein Spark-Dings da gerade, wie ich das sehe. Und entzündbare Samen haben wir auch gefunden. Ah ja. Also man hat ja dann verschiedene Magie-Sachen. Das ist wahrscheinlich auch wieder Feuer hier. Ja. Und wenn das immer voll ist, dann bringt das irgendwas. Ich glaube, bei den Kräutern und so war das nämlich auch so. Wenn man da genug sammelt, dann kriegt man einfach nur einen Trank dazu, den man irgendwann einsetzen kann. Irgendwie, gar keine Ahnung wie, aber irgendwie. Und jetzt haben wir hier, dank der Zauberpistole, diesen Feuerzauber, der 2 Schaden macht. Hat keine Macht und keine Ladung. Genau, der füllt sich auf, dieser Heilzauber, wenn wir hier Kräuter sammeln. Also das haben sie dann auch verändert, zum ersten Teil. Da konnte man diesen Zauber, glaube ich, unendlich oft machen und der war sehr random und sehr komisch gestaltet. Aber ja, okay, jetzt haben wir also einen Feuerzauber. Und den mache ich genauso wie der andere. Jetzt habe ich meine alte Waffe nicht mehr, das ist ja doof. Aber okay, dann halt Feuerzauber. Kann man bestimmt später auch noch ändern. Genau, ich muss dann hier in diesen Fehldings immer eingeben, welchen Zauber ich halt benutzen will. Ja, jetzt habe ich die andere Munition. So, da liegt auch noch irgendwas rum. Ein Kräuter. So, und was soll ich hier jetzt machen? Einfach da rüber jumpen oder was? Ich kann hier rüber mit den Kisten, aber wozu? Hier ist halt gar nichts. Na Leute, seid ihr auch rüber gejumpt? Wenn einer jumpt, dann jumpt ihr gleich mit, ne? Tja, gar keine Ahnung, Leute. Irgendwie ein bisschen unsinnig hier. Tja, Leute, ihr müsst jetzt da drüben leider rumgammeln. Ihr kommt nicht mehr zurück. Jetzt sind die da eingesperrt. Ja, ich gehe dann schon mal weiter, Leute, ne? Hab ich einen Schlüssel? Nö. Verdammte Hacke. Ich beobachte euch. Wenn ihr da nicht rüberjumpt, dann beschuldige ich euch des Cheatens. Die kommen da echt nicht mehr weiter. Oh nein, wir sind auf diese Insel gefangen. Nein, Long, komm zurück, komm zurück. Niemals. Hahaha. Kam ich nicht von oben? Ah ja, jetzt seid ihr ja. Mit meinem Cast? Wenn ich da reinschieße, oder was? Werde ich quasi zum Avatar? Okay, so, ich schieße da rein. Hau! Das hat absolut gar nichts gemacht. Oh, ich dachte, die Dinger gehen jetzt hier runter. Ich wollte doch die Truhe haben. Das ist ja jetzt doof, jetzt habe ich ja keine Magie mehr. Vor allem, es dauert recht lange, bis man wieder so ein Magieteil hat. Ja, hier komme ich auf jeden Fall auch so hin. Dann gehen die Teile runter. Aber die gelben bleiben nicht unten. Das heißt, wir müssen da vielleicht so einen Teil raufstellen. Zack. Ah, und dadurch gehen die auch auf der anderen Seite runter. Hallo, der Truhe, da bin ich. Wie geht's dir so? Oh ja, EP, ich liebe EP. Guck, das habe ich auch in der ersten Lauf der Tiber in der ersten Folge angesprochen. Geringe Ladenerhöhung oder so. Okay, whatever. Vielleicht war das doch so eine Mana-Regeneration oder so? Sah aber aus wie EP. Tja, und jetzt? Alter Mann, bitte mach die Tür auf. Ah, ich muss bestimmt das Feuerding da drüben anzünden. Ja, und was wäre jetzt gewesen, wenn ich... Da ist sogar so ein Feuersymbol. Was wäre jetzt gewesen, wenn ich keine Shards mehr hätte? Dann wäre das... Oh, dann wäre das hier ja Fail gewesen. Hätte ich ja gar nichts mehr machen können. Hm. Naja, hat ja zum Glück funktioniert. Und jetzt sind wir hier im Wasserbereich. Okay, Leute, kommt mit. Einfach runterspringen, das tut euch schon nicht weh. Ihr leuchtet zwar einmal kurz rot auf, aber es tut nicht weh. Ich verspreche es euch. Das ist aber ein sehr komischer Weg zu dir nach Hause, Arne. Oder Opa. Krasser Opa, dass er so einen Weg nimmt. Einfach aus der Kanalisation. Vor allem wie unnötig auch.
Aber okay, ich hinterfrag's mal nicht. Schön, das war also der Turm. Wir sind einfach in den Turm gegangen, damit er uns diese komische Waffe geben kann. Super. It's coming from the sky. Let's take a better look from the top of my house. Und das hätte er nicht im Haus machen können, oder was? Das musste in diesem Turm sein. Oh nein, Niflheim greift an. Ich kenne dieses Luftschiff und die Piloten. Sie ist im Wächterwald abgestürzt. Geh da hin und beeil dich. Ja, okay. Bis gleich. Bisher ist die Story sehr, sehr merkwürdig erzählt, muss ich sagen. Aber hier sehe ich doch schon wieder was. Was steht denn hier? Achtung, Sprengstoff. Und da ist aber eine Truhe drin. Die hätte ich gerne. Und Sprengstoff klingt sehr danach, als ob man das vielleicht abschießen könnte. Pow! Boom! Ba! Pow! Explosion! Wo war da denn jetzt Sprengstoff? Oder ist hier Sprengstoff drin? Ist da vielleicht eine Bombe drin? Da-da-da-da! Ja, nice. Einfach mal die Bomben erhalten. Einfach so, in unserer Stadt. Du hast jetzt Bomben. Ja, das ging ja easy. Ey, ich habe sogar unendlich Bomben, oder was? Warte. Ja, Tatsache. Ha! Und die kann man auch einfach so platzieren, wie man will. Vielleicht brauchten wir die sogar? Ich kann mir vorstellen, dass man die tatsächlich braucht, um jetzt weiterzukommen. Klingelstreich! Das war witzig. Komm, wir kriegen hier sogar Sachen. Oh, nett, ein Herz haben wir gefunden. Lecker Schmecker, bestimmt vom Besitzer. Und dann gehen wir einfach mal zur Pilote. Die wird schon hier irgendwo rumgammeln. Oh, guck mal, neue Gegner. Spinnenbot. Was machen die hier im Wald? Alter. Krass, explodiert der dann auch? Kann der auch umkippen? Ja, die kippen einfach alle um. Also einfach der, diese Krabbe, nur im anderen, mit einem anderen Skin. Hat sich mal einen Skin gegönnt. Der Spinnbot da, der Spinnbot. Einfach ein Scarabara, der sich verkleidet hat. Oh nein! Ah, bist du hübsch? Wieso ist dir nichts passiert bei diesem Unfall? Sie wird angegriffen von den Spinnenbots. Kein Problem, meine Liebe des Lebens. Ich rette dich, denn ich bin Long. Das ist meine einzige Aufgabe im Leben. Ich habe zwar keine Aufgabe, aber das ist meine einzige vielleicht. Bitte sage mir, was meine Aufgabe ist. So, ist gerettet. Küsst du mich jetzt? Lass uns Freunde sein. Hallo, ich bin Log. Wer sind Sie? Hey, wieso hast du dich eingemischt? Ich hatte gerade einen Lauf. Ich bin ein edler Ritter und es ist meine Pflicht, Leuten in Not zu helfen. Du bist noch etwas grüner in den Ohren, was? Ich bin ja auch Log. Das ist meine Signalfarbe. Ich bin Trin von der Einheit für mechanische Sturmangriffe und Aufklärung. Ich kann zwar nicht gut Flugzeug fliegen, aber erzähl das bitte keinem. Ey, du kommst doch aus dem Dorf Arne, oder? Hier, Meister Mayfair muss ich finden, weißt du, wo er ist? Klar, ich bring dich hin. Und wieder von A nach B laufen, ist immer wieder schön. Bist ja nicht die beste Pilotin, die ich so gesehen habe. Achtung, ein Sakabara! Hilf mir! Trin, bitte, töte es! Okay, ich habe dich gerettet. Nein, hilf mir nicht. Wehe, du hilfst mir drin. Ich bin hier der Held. Du musst dich beschützen. Du verlangtest das Klischee. Tut mir leid, drin. Ah, ist das ein Wardenhead? Ich habe einen just like it, somewhere else. Ist das so? Naja, ich hole mir jetzt erstmal die Kiste hier. Wenn da nur Erfahrung drin ist, dann bin ich sauer. Lup. Ja, ein roter Stein. Ist das vielleicht ein Zauber? Du hast einen Energiespieler gefunden. Flamme des Widders. Wenn dieser mysteriöse Edelstein an einer Waffe oder einem Objekt angebracht wird, verleiht er eine geringe Schadenserhöhung. Ah, ich glaube, dieser blaue Stein war auch sowas. Aber wie packe ich das denn an meine Waffen ran? Also irgendwie fehlt mir so ein richtiges Inventar, wo ich auch noch diese Steine und so habe. Irgendwie fehlt hier was. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Oh mein Gott, Trin, ich falle. Bitte fang mich auf. Hui. Oh nö, noch mehr von diesen Viechern. Dramatische Musik. Oh, neue Nachbarn. Ist ja auch nett. Oh nein, sie sind mir wohl gefolgt. Aber hier ist niemand. Vielleicht haben die Dorfleute sie kommen sehen und sich versteckt. Gibt es einen Ort, an dem sie sich versteckt haben könnten? Ja, hier in der Nähe ist nämlich der Leuchtturm oder auch Meister Mayfairs Haus. Es sieht so aus, als hätten sie alle Häuser durchsucht. Sie müssen irgendwo anders sein. Vielleicht ja beim Leuchtturm. Wer weiß das schon. Jetzt kommt hier noch Stealth-Elemente raus. Ja, geht's ugly. Okay, wir werden kämpfen und alles vernichten, aber sie finden mich sowieso nicht. Denn ich bin der beste Spion der Welt. Ich auch. Ich bin auch invisible. Siehst du das nicht? Hä? Ist da irgendwer? Nee, ach Quatsch. Die tun so, als wenn sie mich sehen, aber machen dann doch nichts. Ist okay, da liegt noch irgendwas. Doch nicht, war nur Blumen. Dumpidum. Hä, die haben mir einfach abgeschlossen, was soll das denn?
Wo ist denn überhaupt der Leuchtturm? Oh mein Gott, der hat mich ja doch gesehen, der eine Typ, aber er sagt den anderen nicht Bescheid, was für ein komischer Typ. Will der jetzt kämpfen oder nicht? Anscheinend nicht. Na gut, dann lassen wir ihn in Ruhe. Alter, hier gibt es ja noch richtig viel zu finden. Na, da komm mit drin. Wir müssen hier rüber. Ich kenne eine Abkürzung. Und zwar war die... Irgendwo war die schon. Was? Nein! Dunkle Soldaten! How could that happen? Zack. Oh, echte Gegner hier. Okay. Okay. Aua, ey. Die haben sogar Schild und so. Wie unfair ist das denn? Trin, jetzt hilf doch mal mit hier. Oh, cool. Lol. Habt ihr gesehen? Die kann ihre... die kann ihr Schwert... Hallo. Wieso geht das jetzt nicht mehr? Ich kann mein Schild nicht mehr... Ich kann mein Schild nicht mehr benutzen. Ach so. Das ist diese Stamina-Anzeige. Wenn man das zu sehr benutzt, dann kann man das für kurze Zeit nicht benutzen. Das ist ja super doof. Okay, hier. Frisst meine... Warte, ich will die Bombe einsetzen. Lass mich doch mal in Ruhe jetzt. So, hier. Bombe für euch. 1, 2, 3. Haha! Oh. Das tat aber ein bisschen sehr weh. Aber sie liegen. Sie liegen. Töte sie. Töte sie, solange sie auf dem Boden liegen. Ich habe mich schon wieder auf den Boden geschleudert. Und die kann so einen Boomerang aus ihrer Waffe machen. Das finde ich sehr cool. Sehr gut drin. Wir sind ja das beste Dream-Team aller Zeiten. Ich habe zwar nur noch ein Leben, aber ist okay. Ab in die Höhle. Hier sind sie doch alle. Gut, aber bevor wir dann wissen, was sie von uns wollen, würde ich sagen, was ist mit dieser Folge? Wenn ihr die nächsten Folgen nicht verpassen wollt, dann lasst ein Like da. Bisher ist es sehr viel hin und her gelaufen. Aber die Gegner da eben, die fand ich schon wieder ein bisschen interessanter als zum Beispiel diese Krabben. Mal gucken, was noch so kommt. Und ja, wenn euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ansonsten ein Abo, wenn ihr keine von mir verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.